Willkommen Leute zu einer neuen Folge New World. Es geht weiter, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ich bin in Königsfels und will die Sache mit dem Azathstab machen und habe hier einige Sachen abzugeben und muss die Verderbnistunktur herstellen in einem Arcanum-Archiv. Das kriegen wir hoffentlich hin. Gucken wir einfach mal. Tschüssikowski. Aber ja. Jetzt legen wir hier erstmal los. Ich muss mal gucken. Hier kann ich nämlich gar nichts abgeben. Das ist irgendwo anders. Ich habe, das ist ein bisschen her, ich habe ja mit, das sind Kriege, die bevorstehen. Diese Invasion habe ich mir mal angeguckt. Also was heißt angeguckt? Ich habe ein bisschen zugelesen, gar nicht viel. Und habe festgestellt, dass ich da nichts machen kann, weil das bedeutet, man muss Level 50 sein und ich bin Level 24, also ja, man bringt überhaupt nichts, kann ich gar nichts machen. Ich bin ja fast voll, krasse Sache. Okay, jetzt muss ich ja kurz gucken, das Arcanum-Archiv war hier drüben irgendwo. Eisen noch mitnehmen. Auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht ganz irre, war das hier drüben. Wenn ich mich irre, dann war es nicht hier drüben. Da ist es. Schupp. So. Und dann gucken wir mal Verderbnistinkturen, ob ich die eigentlich herstellen kann. Die da. 3 Stück brauche ich. Kann auch mehr herstellen. Und dann bin ich mal gespannt, was ich damit dann machen muss. Geht ja darum, den Azathstab zu machen. Ich muss mit der reden. Das heißt, ich muss jetzt zurück zu der. Wo war denn das? Da oben war das. Da oben war das. Ja, genau. Also können wir da gleich Schnellreise hin machen. Ich will nur vorher noch das Eisenerz verarbeiten. Und da muss ich mal gucken. Wir laufen ein bisschen. Und ja, also dieser Azathstab, ich habe mir das jetzt auf die Fahnen geschrieben, das zu machen als nächstes, weil eben die Invasion kann ich noch gar nicht spielen. So, Eisenbarren 200 herstellen. 11 Bonus bekommen ist auch nicht schlecht. Gucken, was kann man noch machen. Goldbarren. Stimmt, ich habe mal Gold gefunden. Schmelzsalz. Goldbarren herstellen. Dann stellen wir mal Goldbarren her. Ach, und dann müsste ich mal gucken. Ich habe ein paar Sachen ins Auktionshaus gestellt, aber glaube ich nicht hier. Silberbarren kann ich auch herstellen. Herstellen. So. Okay. Gut, das muss ich dann nur hier einmal wegpacken. Das will ich nicht mit mir rumschleppen. Ich hoffe, das passt hier alles rein. Yep. Kochkunst packen wir weg und das packen wir auch weg. Missionsgegenstand. Den da, das brauchen wir. Okay, die Fäulnistinkturen. So, dann ich weiß gar nicht, ob ich's, kann ich das in jedem Handelshaus? Nee, die Handelshäuser sind unabhängig, glaube ich zumindest. Und das ist tatsächlich, verwundert mich das ein bisschen. Mal gucken, wo das Handelshaus ist. Ha. Dass ich jetzt völlig falsch laufe. Lagerschuppen, Handelsposten da. Verwundert mich tatsächlich ein bisschen, weil das ist total blöde. Das heißt, du stellst was irgendwo rein und weißt halt nicht. Aber 2 bin ich losgeworden. Schön. Ein Königsfels. Und ich habe noch 2 Feuerstäbe drin. Nett. 2 bin ich losgeworden. Das ist doch ganz nett. Okay, so, jetzt machen wir aber auch schnell Reise, sonst laufen wir uns da einen Wolf. Weil ich muss dahin. Also Schnellreise hierhin. Yep. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Azathstab weitergeht.
Und ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, wozu der gut ist. Aber so ist es halt. Ja, auf jeden Fall gibt es ihn. Und irgendwas kann man dann schon damit machen. Ich glaube, es ist lustig, wenn du dahinter stehst und dann ist er, hey, was ist hier kaputt? Achso, ich stehe nur dahinter. Ich glaube, man kann den auch irgendwo hinlegen, oder? Hier, ja, der hat einen Platz. Kann man den dann auch ablegen. So, dann müssen wir hier in die andere Richtung. Hallo. Ich muss mich kurz wieder an die Steuerung gewöhnen. Ach. Hallo? Bin ich genau durch die Beine geschossen? Und dabei nicht getroffen? Mann, 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 Mann. So. Das war doch irgendwie von da rum. Irgendwie kann man da ran. Gucken wir mal. Da ist noch ein Wolf. Den ignorieren wir jetzt einfach mal. Gehen hier mal gucken. Genau, und hier jetzt rein. Erwartet man nicht, aber hier gibt's was. Reden. Damit wirst du etwas besser geschützt sein, unabhängig davon, ob du den Samen bekommst oder nicht. Ich habe mit den Elementen gesprochen, während du weg warst. Sie haben noch nicht entschieden. Deine Aufrichtigkeit beeindruckt mich. Das ist der Grund, weshalb wir noch reden. Ich fürchte jedoch, die zornigen Erdkreaturen wollen mehr als bloße Aufrichtigkeit. Die nahe Ebenholzsteinhöhle wurde von den Verderbten überrannt. Sie sind keine große Gefahr für die zornigen Erdkreaturen, aber sie peinigen das umgebende... Umgebende Land, bitte. Nicht den Satz abbrechen. Aber beseitige bitte so viele, wie du kannst. Suche Hinweise für ihre Pläne, wie sie ihre Seuche weiterverbreiten wollen. Die Tinktur, deren Rezept ich dir gab, wird dir dabei gute Dienste leisten. Okay. Okay, dann mal gucken, wo das ist. Da oben. Okay. Und diese Tinktur ist halt Quatsch hier. Warte mal, was haben wir? Erstmal können wir das mal öffnen. Lebensstab. Schließen. Der ist besser als das, was ich habe. Krass. Mehr Schaden. Dann nehmen wir den. Was macht der? Okay, dann packen wir den mal rein. Dürfen wir nur nicht aus Versehen drauf drücken. Also kann ich den auch, wenn er hier drin ist, auswählen. Verwenden, ja. Hey, mal gucken. Wir müssen da durch. Das wäre vielleicht auch nicht so das Sinnvollste. Den Kollegen da. Ich meine, okay, die sind Level 15. Das ist jetzt nicht so wild. Ja. Bis auf diese nervigen, diese Tentakel da, oder was immer das ist, die sind nervig. Eisenerz? Silbererz. Silbererz, nett. Stimmt, Eisenerz sieht anders aus. Sieht dunkler aus. Nehmen wir doch gleich mit. So.
doch getroffen. Hätte zur Seite ausweichen sollen. Hier ist nochmal Silbererz. Scheint aber hier gerade der Einzige zu sein, der hier unterwegs ist. Okay. Na gut. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da lang? Und, nee. Doch. Da lang und da lang. Ebenholzsteinhöhle. War ich da schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Vernichte Verderbte. Ja, doch. Mit dem Höllenhund, das kommt mir bekannt vor. Hier war ich schon mal und ich glaube, da könnte ich die Höllenhunde noch nicht häuten. Naja, 5 Verderbte ist jetzt, also das ist jetzt nicht so schwer hier, glaube ich. Ist ja schön von der Seite hier machen. Nummer 2. Hier, Eisenerz. Damit. Solange ich jetzt nicht hier wirklich in die Höhle rein muss oder so, ist das ja alles relativ harmlos. Entschuldigung, aber das müssen wir einfach abbauen. Hilft alles nichts. Muss man mitnehmen, was man kann. Das sind alles nur Steine hier. So. Na, Höllenhund. So. Oh, das Messer muss ich bald mal reparieren. Das hält nicht mehr allzu lange durch. Rohleder. Hä? Ah. Das war ja null gezielt. Weg. Heute. Das war's. Das war einfach. Tatsächlich. Das war einer von der einfacheren Sorte. Ich gehe jetzt aber, glaube ich, hier lang. Ich will nicht nochmal da durch. Jetzt mal gucken, ob man hier irgendwie von oben und hinten und irgendwie quer durch kann oder so. Willst du denn? Du rennst ja doch gleich weg. Wenn du feststellst, dass du nicht an mich rankommst, oder? Ja, genau. Dann haut der nämlich ab. Ist aber auch sinnvoll. Also, da ist einerseits ein bisschen schade, weil man sowas halt nicht machen kann. Sich irgendwo hinstellen und wo sie nicht rankommen. Andererseits natürlich auch sinnvoll. Weil das hast du ja in manchen Spielen, du musst nur irgendeinen Ort finden, wo sie nicht rankommen und dann kannst du sie da ganz in Ruhe von oben erledigen oder von der Seite oder von wo auch immer erledigen. Ach, Manno. Springt ja doch noch. So. So, ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich hier irgendwie gleich rüberklettern kann, aber es sieht fast so aus, als ob man hier nicht hochkommt, oder? Ja. Doch. Schon lang genug probieren, dann klappt's.
Hoppa. Ich komme mal von hinten. Hallo, andere Seite. Unmöglich. Die wissen doch, dass die zornigen Erdkreaturen immun gegen ihre böse Magie sind. Wir sind deiner Bitte wurde stattgegeben, Mensch. Wisse, dass dafür ein großes Opfer nötig war und dass es so ein Geschenk nie wieder umsonst geben wird. Du bist hier ein bewundernswertes menschliches Exemplar. Okay, so. Reise nach Anglerbiegung. Das ist hier unten. Richtig? Siedlung Ausdauerposten oder Geisterschrein. Das heißt, ich müsste hier zum Schrein rennen, um da runterreisen zu können. Beziehungsweise Stufe 20. Ich überlege, ob ich hier runterlaufe. Guck mal kurz. Ach, nee. Wir müssen zum Außenposten. Das ist zeitlich... Wobei, ach, wisst ihr was? Ich schaffe das jetzt zeitlich sowieso nicht. Das heißt, ich sage jetzt hier dieses Ziel anheften. Und dann gehen wir da die Richtung. Das werde ich aber jetzt in der Folge sowieso nicht schaffen. Mache ich dann, wenn, dann im Off. Und gehen wir einfach mit. Wir werden ein bisschen durch die nächtliche Wildnis hier stopfen. Mal gucken. Irgendwas finden. Gibt es irgendwo was? Da gibt es was abzubauen. Silber. Ist hier noch mehr Silber irgendwo? Da drüben ist noch einer. Gar nicht so schlecht. Manchmal lohnt es sich wirklich einfach irgendwo lang zu rennen. Und ab einem gewissen Level kriegst du das halt auch hier oben angezeigt. Und das ist dann auch sehr praktisch. Mal da. Ein Wolf haben wir auf jeden Fall hier. So, der triste Wolf. Das Zitterpappelding da oben. Schütterzwiebel heißt das Ding. Da unten war ein Pilz. Richtig sehe. Da muss man ein bisschen drauf achten, weil dann gibt es dann tatsächlich, irgendwann kriegt man das halt angezeigt. Nee, das ist kein Pilz. Was ist das? Orangefarbene Prismenblüte. Oh, gut. Nehmen wir mit. Orangefarbenes Pigment. So, war jetzt hier vorne noch was? Ja, da ist nochmal eine. Haha. Ist doch richtig gesehen. Nein, Busch will ich nicht. Das Ding will ich. So, Schütterzwiebel. Ach, das 2 ist, durchsuche die Truhe der Ahnen. Da, da und da. Oh, Sternenmetallader. Fähigkeit Bergbau 100. Das schaffe ich auch nicht so auf die Schnelle. Schade. Das hat schön geleuchtet. Sah cool aus. Ich mache davon, ich will davon noch ein Foto machen. Ich vergesse sonst wieder ein Foto zu machen für YouTube. Gucken wir mal. Nee, ja, so gucken. So, ich kann es zwar noch nicht abbauen, aber ich kann es mir zumindest in einem Foto schon mal zeigen. Ja, also wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Das heißt, ich denke mal, ich werde hier nicht mehr allzu lange euch noch mitnehmen. Ein bisschen noch. Muss jetzt zumindest irgendwie gucken, dass ich hier runterkomme. Ohne hier so irgendwie so einen ewig hohen Sprung zu machen. Das hat gut geklappt. Ein paar Sachen einsammeln. Da. Sachen suchen. Truhen durchsuchen.
Gucken wir mal. Sollte eigentlich machbar sein. Ich werde nur mal kurz mich einmal heilen. Was ist das da, da und da? Vielleicht sollten wir da anfangen und uns nach da vorarbeiten. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Wobei ich fast denke, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir hier noch irgendwo ein Zeltlager hinpacke. Zwei gelernt, das müssen wir machen. Kommt hier noch eine Straße gleich? Aber hier gibt es irgendwo Schotterzwiebel. Oder irgendwas, nee, nicht Schotterzwiebel, aber irgendwas gibt es hier. Ein Erddorn. Wir nehmen ihn mit und häuten ihn. Dann werde ich hier in die Nähe der Straße mein Zeltlager packen. Das ist nämlich dann, glaube ich, auch von da drüben erreichbar. Das heißt, wenn sollte ich da sterben, weil ich ertrinke oder was auch immer, dann mit. So. Jetzt haben wir Holz, haben wir, aber auch Feuerstein brauche ich. Stein rumliegen. Drüben liegen welche. So. Und dann bauen wir uns hier schnell das Lager auf. Und dann watsche ich einmal hier rüber. Die zornigen Erdkreaturen bin ich jetzt aber gar nicht gestoßen. Die sind irgendwie außen vor geblieben, leider. Die haben nur sozusagen eine Nebenrolle gehabt. Mitternachthöhle. Mitternacht 12. Müssen wir aber doch mal gucken, dass wir das Ding hier mal reparieren. Das auch. Reparieren, bestätigen. Reparieren, bestätigen. Diese hier können wir auch gleich mal reparieren. Offiziersmantel des Kämpfers. Wem hat denn der Wolf den abgenommen? Manometer. Du auch noch? Nee. Ja, also die können wir gleich zerlegen. Bestätigen. So, weg. Da vorne müssen wir hin. Truhe der Ahnen. Löwe. Faulwurz. Auch gut. Guck mal, wenn das jetzt nicht allzu lange dauert, dann mache ich das mit euch zusammen. Ich weiß es aber nicht. Ansonsten mache ich es halt alleine. Ruhe der Ahnen. Man muss ihn nur finden. Schon drauf. Kiste der Ahnen. Das ging ja jetzt wirklich schnell. Da war hier ja gar nichts. Komischerweise. Ob der vor mir die alle weggemacht hat? Wer weiß. Die gleich wiederkommen alle?
Das hat mich ein bisschen gewundert. Also das wäre jetzt wirklich, war ja wirklich sehr wenig, was hier an Gegnern war. Okay. Da war irgendwas, aber das ist gerade, wurde schon geerntet. Felsbrocken. Die armen Wölfe. Macht ihr alle die Wölfe kaputt? Kaputter Wolf. Na gut. Gucken, ob es hier irgendwo was. Ja. Hier ist irgendwie, zeigt er mir an, hier ist irgendwo was. Da oben. Silber. Gleich wieder mitnehmen. Ich bräuchte ja 100 für das Sterngestein da. Drüben ist noch mehr. Irgendwo. Ein Mondstein. Schön. Und ein Silbererz. Und bis ich 100 bin, das wird noch ein bisschen dauern. So, immer da lang. So hoch war der Sprung jetzt auch nicht. Genau, da ist das nächste. Gucken wir mal. Zeltlager verfügbar. Wo der Aufgang ist. Ist ja auch gerade schon einer unterwegs. Wieder Faulwurz. So. Lesen. Okay. Ich lese mir das also ehrlich gesagt nicht durch. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwas bringt, die alle zu haben. Wow, da hat er mich getroffen. Fair. Okay. So hätte ich das jetzt aber auch erwartet, dass hier zumindest ein paar Leute sind. Weg. Gut. Hallo? Ausweichen. Mann, ich habe mich hier ganz schön mitgenommen. Kiste der Ahn. Nummer 2. Wieder einer. Und weg. So, einen haben wir noch. Irgendwo da lang. Gucken wir mal. Ja, ich muss da erstmal noch einmal heilen. Zeit muss jetzt sein.
komischen Geräusche. Wolf. Grauwolf. Hier ist wieder keiner. Doch. Erstmal kurz was. Oh, dass wir hier ein bisschen Heilung kriegen. Geht doch. Kiste der an. So, da haben wir das. Okay. Haben wir die Sache hier gemacht. Muss irgendjemand kurz vor mir da gewesen sein. Da gibt's auch noch was. So. Erledigt. Gut, so Leute. Schomp. Das war's dann jetzt erstmal. Ich werde jetzt hier in die Stadt gehen und... Weil das ist so nah. Das kann ich mit euch zusammen machen. Die Stadt ist ja schon da vorne. Dann muss ich ein paar Sachen abgeben. Und... Dann gucken wir in der Folge da drauf. Machen wir dann mit dem Azoth-Stab wirklich weiter. Aber das ist ja hier wirklich gleich um die Ecke. Das kann ich ja jetzt mit euch zusammen noch machen. Und dann geht's nächste Folge mit dem Azoth-Stab weiter. Dann kann ich nämlich die Schnellreise da runter machen und dann mit dem komischen Angler-Typen da sprechen. Job. So. 80 Erntearbeit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, da ist einer. Reden wir mal mit den Leuten. Stufe 25. Cool. Sich gerade zweifellos über ganz Alchemist Oliveira untersuchte die Orkhard-Medikamente und glaubt, dass wir eine Spur haben. Ja, diese Aufgabe ist sogar noch widerwärtiger. Wir tränken das Fleisch mit der Galle der Verlorenen. Aha. Legt das in die Schleimsuppenfässer im Kanal. Alles klar, der hat ja lustige Ideen, der Typ. So, der hier, der ist auch so ein bisschen... Das, da fehlen mir die Worte. Ich bin so gerührt. Wie braucht das etwas frei? So. Und irgendwo kann ich hier noch was abgeben. Da, mal gucken. Ach, das ist da drin. Vermutlich. Da oben, genau. So. Dödödödümp. Ausgezeichnet. Zeig mal, was du da hast. Ja. Rüstungskoffer Stufe 21. Für genauere Messungen muss ich noch Astrolabe. Ja, ja. Bla, bla, bla. So, dann gucken wir mal, was wir haben. Da kann ich noch was abgeben. Da geht's mit der Aufgabe weiter.
Hier oben, da drüben gibt's. Ah, ja. Okay. So, ein Gebietsrufpunkt, immer Fall. Herstellungsgebühr, Sammeltempo. Sammeltempo. Das lohnt sich, glaube ich. So, Charakter. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir gucken mal, was wir hier haben. Den Brustpanzer, der ist besser. Stärke und Konstitution. Okay. Nächstes öffnen. Also die schwere Kopfbedeckung machen wir auf keinen Fall. Ja, das macht jetzt keinen Sinn. Bestätigen, können wir alles zerlegen. Bestätigen. Bestätigen, das Ding können wir auch zerlegen. So. Okay, Leute, dann sage ich euch vielen Dank. Ich werde hier noch, denke, das Eisen und Silber verarbeiten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Like und Abo nicht vergessen. Ganz wichtig. Freue ich mich sehr. Und dann bis zum nächsten Mal.